Wir sind nun in Fröndenberg angekommen und werden mit euch das bekannte Kettenschmiedemuseum besuchen. Lasst euch mal überraschen. Wie kam es denn zu dieser Idee, hier ein Museum einzurichten? Ja, die Idee hatten eigentlich schon sehr viele ehemalige Kettenfabrikanten. Ich sag mal, ein paar Verrückte sich zusammengetan haben und gesagt, wir machen das. Keiner wusste, was das wird. So richtig haben wir alle nicht dran geglaubt, dass das so ein Erfolg wird. Ist heute, würde ich sagen, der Leuchtturm von Fröndenberg. Das Kettenschmiedemuseum ist mittlerweile überregional bekannt, auch als Heiratsschmiede eben mittlerweile. Wir haben es dann eben versucht und es hat geklappt. Keiner hat dran geglaubt, dass das so ein Erfolg wird. Um die Geschichte der Kettenherstellung zu bewahren, wurde das Fröndenberger Kettenschmiedemuseum gegründet. Dort wird gezeigt, wie die Ketten seit der Jahrhundertwende bis etwa in die 50er Jahre gefertigt wurden. Man kann also wirklich sehen, wie eine Kette entsteht aus einer Rolle Draht, wie ein Strang Ketten entsteht oder am Schmiedefeuer, wie der Schmied eben diese Kettenglieder am Feuer schmiedet. Ab und zu schürt der Schmied das Feuer mit einem Eisen, wendet den Schmiedekoks und passt auf, dass die Pinne zwar glühend heiß werden, nicht aber verbrennen und schmelzen. Endlich ist es soweit. Ein glühender Pin wird mit der Schmiedezange aus dem Feuer genommen und hinüber zur Wiegemaschine gebracht. Dort wird er zu einem U gewogen. Das Wiegen erfolgt durch Hebelkraft und, wie wir sehen, durch die Muskelkraft der Schmiede. Haben wir im Jahr so zwischen 10.000 und 12.000 Besucher hier. Liegt natürlich auch am Ruhrtalradweg. Der frequentiert ist im Sommer von 120.000, 130.000 Leuten. Und viele bleiben eben stehen. Viele melden sich vorher an. Wir machen sehr viele Sonderführungen. Aber im Mai waren allein, glaube ich, 18 oder 19 Sonderführungen. Das sind Leute, die sich vorher anmelden, auch den Schmied buchen. Dann kostet das 2 Euro pro Nase. Ansonsten ist der Eintritt frei. Wir haben sonst immer samstags und sonntags geöffnet. Von 10 bis 16 Uhr, jeden Samstag, jeden Sonntag, seit 2 Jahren auch an allen Feiertagen. Allerdings nur in der Saison und die Saison geht von April bis Ende Oktober. Seht euch mal diesen riesigen Trichter an. Das ist der Fröndenberger Trichter, so wird er genannt. Er steht in der Nähe des Kettenschmiedemuseums und stammt aus der ehemaligen Papierfabrik Himmelmann. Die Initialen ML, die ihr da gerade seht, stammen von dem Künstler Markus Lüppertz. Er hat diesen Trichter saniert. Der Trichter steht heute unter Denkmalschutz. Thank you.
Schwerte ist bekannt durch die Rohrmeisterei und die Schwerter Senfmühle. Die Rohrmeisterei war eine ehemalige Pumpstation zur Trinkwasserversorgung. Seit 2003 ist sie ein Bürger- und Kulturzentrum. Hier finden Kulturveranstaltungen, Messen, Tagungen und auch private Feiern statt. Heute wird hier eine Hochzeit gefeiert. In Schwerte angekommen. Hier wird Senf gemahlen. Herr Peisert, der Inhaber, erklärt uns jetzt bestimmt, was mich auch interessieren würde, wie wird eigentlich Senf hergestellt? Senf ist ein recht altes Rezept, was wenige Zutaten braucht. Wir haben hier eigentlich nur das Notwendigste drin im Senf, was man benötigt. Zum einen die Zutat, die dem Ganzen den Namen gibt, die Senfkörner. Wir haben einmal den gelben Senfkörner in der Verwendung, die würzig sind. Parallel dazu gibt es die etwas kleinere braune Senfsaat, die für die Schärfe verantwortlich ist. Und diese beiden Senfkörner werden, damit die verarbeitet werden können, einmal abgewogen, kommen auf dieses weiße Gerät hier hinten, wo die Körner einmal gebrochen werden. Dadurch entsteht ein Schrot, der in dem Maischebottich mit Weinessig, Wasser und Meersalz angesetzt wird. Über den Essig- und Salzgehalt ist dann die Konservierung gewährleistet. Und damit das Ganze cremig und pastös wird, dafür haben wir einmal hier die modernste Senfanlage, die man 1935 kaufen konnte. Ein klassisches Granitsteinmahlwerk. Zwischen den beiden Steinen wird die angesetzte Maische zermahlen, von innen nach außen zerrieben, wodurch die cremige, pastöse Konsistenz entsteht. Und damit der Senf möglichst fein wird, vermahlen wir zweimal. Links wird einmal vorgemahlen, auf dem rechten Mahlstein fertig gemahlen und anschließend im Holzbottich aufgefangen, wo der Senf dann nochmal 2 bis 4 Tage liegt, um dann abgefüllt zu werden oder in eine andere Geschmacksrichtung überführt zu werden. Wir haben hier momentan etwas über 20 Senfsorten, die durch Einrühren oder etwas andere Ansätze produziert werden und bei uns auch mittwochs und samstags zu den Verkaufszeiten verkostet werden können. Also gibt es hier immer eine kostenlose Verkostung von Senf? Genau. Ja, eine Senfverkostung hier, mittwochs und samstags, wie gesagt, hier kostenlose Senfverkostung möglich. Ja, mein Lieblingssenf, ich denke mir, wäre jetzt der Adrian-Senf, das ist, glaube ich, hier der Original-Senf. Den genau, das ist unser Klassiker. Neben dem klassischen Adrian-Senf haben wir ein paar süße Sorten, ein paar schärfere Sorten. Der Großteil ist fein vermahlen. Wir haben auch welche mit Senfkörnern drin und das ist eigentlich für jeden mindestens Senf dabei. So, den können wir hier probieren. Rechts sind die süßen Sorten. Und wenn Sie wollen, können Sie auch mal von links einnehmen. Der ist dann etwas schärfer. Und dann haben Sie auch die Möglichkeiten, Senf mit etwas mehr Pep zu probieren. Ja. Wenn Sie auch mal wollen. Ja, lecker. Da kriegt man den richtigen Senfgeschmack mit raus. Ist egal, ob das jetzt mit Honig ist oder mit anderen Sorten wie Chili, haben sie bestimmt auch hier, oder Knoblauch. Aber der Senfgeschmack, muss ich sagen, ist immer noch im Vordergrund und das ist mir auch beim Senf irgendwie wichtig. Wobei Senf ja beim Kochen dann auch nicht fehlen darf, um das Essen zu unterstützen, das soll nicht dominant sein, aber soll halt helfen. Die St. Viktor-Kirche hier am Marktplatz mit dem schiefen Kirchturm gilt als Wahrzeichen der alten Hansestadt Schwerte.